nicht der Virus zerstört unsere Wirtschaft, nicht der Virus zerstört unseren Arbeitsmarkt und nicht der Virus zerstört auch nach und nach unsere Gesellschaft, sondern es sind die falschen und übertriebenen Maßnahmen der Bundesregierung und auch der Wiener Landesregierung. Und wenn wir da einen kurzen Rückblick halten, dann war es ja Bundeskanzler Kurz, der vor einigen Monaten gesagt hat, jeder wird einen kennen, der an dem Virus gestorben ist. Jetzt, einige Monate später, wissen wir, dass es nicht so gekommen ist, sondern dass das übertriebene Panikmache war. Aber mittlerweile sind wir in Wien und in Österreich so weit, dass tatsächlich fast jeder einen Unternehmer kennt, der von Pleite bedroht ist, und fast jeder auch Angestellte, Arbeiter kennt, deren Unternehmen von Pleite bedroht sind. Weil die Bundesregierung die Versprechen, die sie gemacht hat, nämlich sie wird schnell helfen und sie wird genügend helfen, nicht eingehalten hat. Und das ist natürlich ein großes Versäumnis auf Bundesebene, wo die Wiener Landesregierung allerdings ihren Beitrag geleistet hat und nicht gegengesteuert hat, sondern ganz im Gegenteil die Krise auf Landesebene noch weiter mit verschärft hat. Und wenn wir uns anschauen, dass hier auf Bundesebene Dinge versprochen wurden, dass Geldleistungen versprochen wurden, dass versprochen wurde, unbürokratisch zu helfen und schnell zu helfen, dann ist das Geld bis heute in vielen Bereichen nicht in den Unternehmen angekommen, dann sind in vielen Bereichen Versprechungen getätigt worden, die nicht eingehalten wurden. Man hat die Wirtschaftskammer damit beauftragt, hier die Abwicklung durchzuführen, wo man bis heute unklar ist, warum das nicht die Finanzämter tun könnten, die dafür eigentlich viel besser geeignet gewesen wären. Man hat auf der anderen Ebene im gleichen Zeitraum die EU-Beiträge von 3 auf 3,8 Milliarden erhöht. Das heißt, hier ist das Geld sehr schnell, sehr locker gesessen. Man hat im gleichen Zeitraum die Entwicklungshilfe und Gelder für Moria massiv in die Höhe gehoben und über Nacht 25 Millionen Euro hinuntergeschickt, während man in Österreich in vielen Betrieben noch immer auf die Hilfezahlung wartet. Und ja, ich sage, wenn jetzt Zahlungen bei der SVA und beim Finanzamt gestundet werden, dann hilft das den Unternehmen und damit ja auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht bis Ende des Jahres. Aber spätestens, wenn diese Zahlungen dann fällig werden, werden diese Unternehmen nicht mehr weitermachen können. Deswegen braucht es seitens der Bundesregierung, aber auch seitens der Wiener Landesregierungen Maßnahmen, die darüber hinausgehen werden, die langfristiger angelegt sind und wo man vielleicht auch in manchen Bereichen von Stundungen zu Erlässen kommen wird müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben vor einigen Wochen eine Corona-Ampel präsentiert bekommen, die ja für viel mehr Chaos gesorgt hat als für Klarheit. Wir hätten gerade in dieser Phase, wo man den ganzen Sommer Zeit gehabt hätte, Klarheit zu schaffen, Maßnahmen richtig zu kommunizieren, gar nichts getan. Der Herr Blümel als Finanzminister, der Herr Anschob als Gesundheitsminister, sie hätten Zeit gehabt, Maßnahmen zu setzen. Aber auch in Wien hätte man Zeit gehabt, seitens der Landesregierung klare Maßnahmen zu treffen und auch richtig zu kommunizieren und nicht wieder übertrieben zu handeln und Panik zu verbreiten. Man hat dann eine Corona-Ampel präsentiert mit 4 Farben. Jede andere Ampel hat immer 3 Farben. Niemand kennt sich aus. Ich habe das Gefühl, auch die Parlamentarier der großen Regierungsparteien kennen sich nicht aus. Manche Minister wissen eigentlich nicht mehr, worum es da geht. Und man hat weiter nur Verwirrung gestiftet. Man hat dann eine eigene Schul- und Bildungsampel eingeschaltet. Man hat sie kurz daraufhin auch wieder ausgeschaltet, weil eigentlich hätte man, wenn man auf Orange schaltet, die Schulen schließen müssen. Man ist draufgekommen, das ist nicht durchführbar und das ist auch gut so, weil unsere Schulen müssen offen haben, weil unsere Kinder haben ein Anrecht darauf auf Bildung. Die Eltern haben ein Anrecht darauf, dass die Kinder auch betreut werden. Und hier hat man seitens der Bundesregierung auch in diesem Bereich mehr Unheil gestiftet als Positives geleistet. Und was hat man letzte Woche seitens der Wiener Stadtregierung auch noch gemacht? Man ist in Person vom Herrn Stadtrat Hacker und vom Herrn Bürgermeister an die Bundesregierung herangetreten und hat sie ersucht, Wien auf der Corona-Ampel orange zu schalten. Was war die Folge davon? Die Folge davon war, dass Wien auf die rote Liste von vielen Ländern gekommen ist.